Liebe Freunde, Donnerstag, 2. Juni, bei uns hier am Schlossplatz 1 am G-Tech haben wir einen richtigen Star der deutschen Internetszene, der auch schon ein Star war, als es diese neue deutsche Internetszene gar nicht gab als Speaker. Und zwar Lars Hinrichs. Lars Hinrichs kennt wahrscheinlich so gut wie jeder als Gründer von ehemals ganz am Anfang OpenVC, dann wurde Xing daraus. In den letzten Jahren hat Lars eigentlich auf höchster Ebene sehr viel gemacht, Technologie und Politik, ist auch nach wie vor im Innovationsbeirat der Deutschen Telekom, investiert selber, hat zwischendurch einen eigenen Inkubator gemacht. Das heißt, er ist wirklich ein Grande der deutschen Technologieszene, der sehr viel gesehen hat, der sehr viel ausprobiert hat, der natürlich auch extrem gut vernetzt ist, den man aber, finde ich, vergleichsweise selten in der Öffentlichkeit sieht und hört. Wenn, dann halt auf großen Konferenzen mit kurzen Statements oder vielleicht auch sehr viel hinter den Kulissen. Das ändert sich am 2. Juni um 18 Uhr bei uns. Da wird er nämlich komplett euch als Zuhörern und uns als Organisatoren zur Verfügung stellen und uns die Geschichte erzählen, was das alles soll, wo das alles herkommt, was es für ihn bedeutet, wo er glaubt, dass das Ganze hingehen wird. Also die gesamte Unternehmerstory von Lars Hinrichs. Ich bin da sehr gespannt drauf, denn so viel weiß ich darüber ganz ehrlich auch noch nicht. Er kommt schließlich aus Hamburg, das heißt, man sieht ihn nicht jeden Tag in Mitte im Oberholz sitzen. 2. Juni, 18 Uhr bei uns am G-Tech. Ich bin total gespannt und ihr solltet es auch sein.